Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Crazy Factory Haul Video. Ich habe mal wieder bei Crazy Factory bestellt und das ist meine Bestellung. So kommen die daher und ich zeige euch meinen neuen Tunnel und Plugs jetzt mal so direkt aus der Verpackung. Ja, also, und zwar habe ich als allererstes, also ich habe jetzt wieder mal relativ viele Picture Plugs bestellt. Ich stehe da total drauf. Ich weiß auch nicht warum, aber ja, keine Ahnung. Ich mag die einfach so. Das erste. Moment. Sind diese Plugs mit Leopardenmuster. Und ja, also die sind mal wieder wie immer total super. Ja, kann man eigentlich auch wieder nicht viel zu sagen. Das sind jetzt übrigens, also es gibt verschiedene Arten von Picture Plugs bei Crazy Factory. Da muss man am besten ein bisschen genauer hinschauen, weil, also es gibt mal einmal diese Plugs, die haben so eine ganz leichte Erhöhung. Das ist jetzt nicht so fließend wie bei den Flared Plugs, sondern das ist einfach so eine kleine Erhöhung. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißen. Ich glaube, die heißen Box Plugs. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist eigentlich eher nur was für Leute, die ihre Lobes frisch gedehnt haben, weil das ist nichts für Leute, die ihre Lobes frisch gedehnt haben, weil diese Dinger reinzukriegen mit dieser Kante ist nicht so empfehlenswert. Also sie ist jetzt nicht so mega fett. Aber trotzdem, also aus meinen Erfahrungen kann ich sagen, wartet lieber mit diesen Flared-Geschichten. Sonst macht ihr euch noch irgendwas an eurem Ohrloch kaputt und das möchtet ihr wahrscheinlich nicht. Dann habe ich nochmal Picture Plugs. Hilfe! So. Und zwar sind das so welche mit so Rosen drauf. Also es ist immer so eine Sache mit denen. Leider habe ich ja nur 1 cm Lobes und da ich so ein bisschen Angst habe, dass die nicht mehr zusammenwachsen können ab größeren Größen, ja, belasse ich das auch bei der Größe. Es ist halt wirklich nur zu erkennen, wenn jemand nah bei einem steht, dass das jetzt so Rosen sein sollen. Die sind so ein bisschen in so einem, ja, keine Ahnung, so ein Karikaturstil oder weiß ich nicht, wie man das nennen soll. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt, aber die haben so ein bisschen so, also der Hintergrund ist nicht ganz so schön weißlich, ist mir aufgefallen. Also wahrscheinlich ist das, ich weiß nicht, ob es Absicht ist, es könnte aber sein, weil das alles so ein bisschen auf alt gemacht aussieht so. Und ja, das sieht halt einfach so ein bisschen auf alt gemacht aus, aber ich finde es jetzt okay. Übrigens, alle Picture Plugs, die ich euch jetzt zeige, haben alle diese Kanten. Also die sind alle so, ja, mit so Kanten halt. Dann. Dann habe ich nochmal Picture Plugs. Welche Überraschung. Und zwar nochmal so ein Tierprint, aber in dem Fall gepardenmäßig in Blau. Die wollte ich auch schon länger haben und jetzt habe ich sie mir endlich mal bestellt. Übrigens ist mir auch aufgefallen, dass diese Art von Picture Plugs, also ich habe, glaube ich, von allen Picture Plugs, die es von Crazy Factory gibt, habe ich ein paar. Ich weiß auch nicht, warum ich die nicht alle von derselben Sorte bestellt habe, aber irgendwie, ja, habe ich halt so von allen Sorten was. Und diese finde ich fast am besten, weil ich nicht so ein Fan bin von Schrauben und so. Es gibt ja auch welche zum Schrauben. Und irgendwie nervt mich das immer, weil wenn ich dann da hinten so rumfriemeln muss und so, ist das echt ein bisschen anstrengend. Und wenn man verheilte Lobes hat, dann geht das echt super so zack rein und die fallen auch niemals raus.
Und außerdem haben die nicht so einen breiten Rand neben dem Bild. Also es gibt auch welche. Ich kann euch das einfach mal zeigen. Das hier ist meine Schmucksammlung für die Ohren ausschließlich eigentlich. Und naja, eigentlich für alle Piercings. Ja. Naja, also es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Aber mir kommt so vor, dass diese Weißen hier, dass die irgendwie, dass der Rand da breiter ist. Ich weiß nicht, ob das Einbildung ist, aber wenn man die mal nebeneinander hält, vielleicht wirkt das auch nur so einfach, weil es weiß ist, aber ich glaube halt. Ich kann euch ja eigentlich mal von allen Sorten diese Piercings mal in die Kamera halten, damit ihr so ein bisschen die Unterschiede sehen könnt. Wie gesagt, ich habe von allem etwas, von den Picture Plugs. Aber es ist eigentlich relativ wurscht. Die Frage ist, wie ich das jetzt am besten zeige. Also da haben wir zum Beispiel mal so. Das sind jetzt die mit der Schraube. Die sind auch dementsprechend irgendwie relativ fett. Und das sind nochmal welche mit so einer klassischeren Sanduhrform. Also die hat halt nicht wirklich so Kanten, sondern das geht halt alles so fließend. Ja. Naja, eigentlich haben das größte Bild haben eigentlich die hier. Einfach weil das noch so übersteht, weil man es ja schrauben kann. Das ist der Vorteil. Die haben so gut wie gar keinen Rand eigentlich. Also wenn man es mal so. Ich schmeiße heute alles weg. Wenn man es mal so vergleicht. Ja, also der mit der Schraube hat schon ein etwas größeres Bild. Ich versuche die euch jetzt mal alle nebeneinander in die Kamera zu halten, ohne dass ich alles wegschmeiße. Das wäre doch mal voll super. Ich glaube, ich werde es nicht hinkriegen. Oder doch. Ja. Boah. Okay, ja. Also, ich würde sagen, das kleinste Bild hat der grüne und der blaue und also der blaue und der weiße, die sind ein bisschen größer und eigentlich die größten sind schon die zum Schrauben. Das heißt, wenn ihr euch jetzt überlegt, euch eine riesige Sammlung an Picture Plugs zuzulegen, wie ich, solltet ihr euch einfach überlegen, möchte ich lieber ein Bild, was so groß erscheint wie möglich, denn auch wenn das jetzt vielleicht nicht so ganz so arg wirkt, sind die Unterschiede doch ziemlich heftig dann, wenn man es dann am Ohr trägt und so. Und ja, möchte ich lieber, dass die besonders groß aussehen oder möchte ich lieber, dass ich die richtig schön schnell reinkriege oder verhellen meine Lobes womöglich noch und brauche ich dann welche zum Schrauben und so weiter und so weiter. Also es gibt viel nachzudenken, aber von der Qualität der Bilder her sind die natürlich alle genau gleich. Also das ist eigentlich komplett wurscht, was man da nimmt. Tut mir leid, dass ich so schlecht beleuchtet bin, aber irgendwie ist die Sonne gerade irgendwie, ja. Mal geht sie an und mal geht sie aus, sozusagen. Ja, dann habe ich mir noch welche bestellt. Plugs. Die habe ich mir schon mal in 8 mm bestellt gehabt, damals, als ich noch 8 mm hatte. Und die waren dann natürlich zu klein und ich finde die aber so genial, dass ich die unbedingt nochmal kaufen musste. Weil die glitzern so super. Das kommt natürlich jetzt auch überhaupt nicht so schön rüber, aber also, ja. Auf jeden Fall glitzern die echt extremst genial. Gibt es natürlich auch noch in anderen Farben und kosten nur irgendwie 2 Euro oder so. Kommen mit so Gummis dazu. 4 Stück für vorne und für hinten.
Und ja, ich werde mir demnächst wahrscheinlich die Haare blau tönen mit Directions. Habe ich hier witzigerweise übrigens stehen. Ich habe mir ganz, ganz viele Directions-Farben gekauft, also drei. Und ich möchte damit so ein bisschen so einen mehrartigen Ombre-Look machen. Und ich denke, dass diese Plugs da total genial mit aussehen werden. So, ja, weil das ist ja so ein bisschen grün, bläulich und ich will dann auch grün in den Spitzen haben. Warum ich hier gelb habe, werde ich euch dann erklären. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da ein Video zu machen werde. Wie das dann aussieht, weiß ich noch nicht, aber es wird dann auch irgendwann bald mal kommen. Ja, so viel zu den Flachs. Und dann die letzten Tunnelplugs, wie auch immer man sie nennen will, eigentlich eher Plugs. Die wollte ich auch schon extrem lange haben. Und zwar sind das diese Blümchenteile. Ja, und ich finde die einfach total super, weil wenn ich mal irgendwie nicht möchte, dass jemand erkennt, dass ich Tunnel habe, da gibt es zwar auch andere Möglichkeiten, aber diese finde ich da echt am charmantesten, weil die einfach so aussehen wie Ohrstecker. Ich kann die ja jetzt einfach mal reinmachen, damit man das dann auch sieht. Aber die habe ich vorher schon mal reingemacht und die sind auf jeden Fall total genial. Also soll, wenn ich dann mal irgendwann mit der Schule fertig bin und mich irgendwo bewerben muss, werde ich die einfach reinmachen. Leider ist es ja so, dass heutzutage Piercings und so immer noch nicht richtig akzeptiert werden. So, ich mache das jetzt einfach mal so. Und also widersprecht mir, wenn ihr da anderer Meinung seid, aber ich finde nicht, dass man da noch sieht, dass ich irgendwie Tunnel habe. Ja, also es ist halt so Acryl. Ne? Also es ist Plastik sozusagen, kosten auch nicht so viel. Ich glaube, die haben irgendwas mit 2 € oder so das Stück gekostet. Finde ich vollkommen okay. Also wenn man sich da andere Preise von Piercern, also von Piercings ansieht, die zum Beispiel beim Piercer verkauft werden, die sind so extrem teuer. Es tut mir echt leid. Ich würde ja gerne lokal kaufen sozusagen, aber also, wenn ich dann das Zehnfache ungefähr zahle, dann kann ich mir das echt nicht leisten, weil, wie ihr vielleicht bemerkt habt, habe ich eine relativ große Sammlung. Ja, jetzt kriege ich zum Beispiel diese Schraube nicht drauf, das ist ganz klasse. Ja, also ich habe eine relativ große Sammlung und wenn ich da dann pro Stück irgendwie 10 € oder so bezahlen würde, was ja so der Normalpreis ist, wenn man die irgendwo bei lokalen Läden kauft, dann würde ich relativ schnell relativ arm sein. Ja, das war es auch schon wieder mit meinem neuen Haul-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer Kommentare, Bewertungen da und so. Und ihr dürft auch gerne auf den Abonnier-Button klicken. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüssi!